So, hier scheint keiner mehr zu spawnen gerade. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Wie gesagt, ich werde... Das ist die Sub-Zero Base. Kann ich mich da einfach antworten? Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir der Name Moment, bekannt ich sehe keine Turrets, aber... Aber? Nö, ich sehe keine Turrets. Aber du weißt nicht, ob es geht auf das Tor, deswegen gehen wir mal ein bisschen weg. Okay, das wäre egal. Kein Einblick nach innen haben. Da ist noch jemand. Dann würde ich mich zu Skyporten. Aber... So. Dann hängt der macht Sub-Zero da. Ja, wurde reingelassen. Ach, das Wasser war jetzt aber spät da. Kannst du irgendwie reden? Nee. Okay, die sind wieder vergiss nicht im Lokal schreiben. Du Spawn. Ich schreibe jetzt das im Öffentlichen. Viel Spaß. Der damit Amos nicht vergessen. Ich schreibe kein Schwab, nix. Okay. Da hinten. Nicht vergessen. Was ist hier? Ist er tot oder? Bewusstlos. Da ist noch ein Level 1er. Da auch. Da habe ich noch jemanden gesehen. Me dead. Was? Ja, ist im Moment nicht viel. Hat einen riesen Befehl gerade drin. Löschen. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Wir müssen sowieso alles immer mal ein bisschen kontrollieren. Stamm von Jane. So, gehen wir noch mal nach oben, zu gucken, ob irgendwo was abgehen könnte. Das würde man dann eventuell an den Namen sehen können, wenn sich welche vermischen oder wir rumschwirren. Gut, gehen wir noch mal nach dem Imperium. Immer den, den ich zuerst hier hatte. Ja, der Dausch wurde von Krümel gegrabt. Was sie hier machen, keine Ahnung. Oder ob die was suchen. Hast du mal gesehen, wie schnell ich Ghostbahn weg war? Weil ich dachte mir jetzt, er wird angegriffen. Darf ich nicht sein. Tschüss. Ja, ich habe noch gesehen, du portest dich gut, zu dem, denkt mir nichts, da kommt das Quetzi, will den grappen, denkt mir auch nichts, auf einmal sehe ich zwei gesagt, Petris, die meisten fremde wollen ja Petris mit Rollen. Die Base sehen, was wir jetzt hier doch hier hin... Oh, hier, was ist hier los? Ah, sie haben... Da bringt gerade jemand einen T-Rex nach Hause. Der Imperator bringt einen T-Rex mit. Schöne weiße Farbe. Ich mag weiße T-Rexe. Ja, genau. Wie schön der einen anguckt, ne? Ich weiß, für euch, ja, Action wäre voll. Ich wollte jetzt schreien, dass du Angriff warst, ich durfte nichts machen. Immer im AFK. Dann würden die da wäre weisen, vielleicht ein bisschen interessanter, aber wir gucken einfach mal so ein bisschen rum, ne? Wie die einen oder anderen sich so machen. Ein bisschen Zeit vergangen, das schreibe ich mal im Chat. Ich wäre mal im Ghost bin, dann bin ich gerade im Angriff ausgewichen. Jetzt wird der T-Rex versucht reinzuholen, aber das Tor geht zu. Und der Imperator ist, glaube ich, festgehangen im Tor. Es geht gleich wieder zu. Sag ich doch. Jetzt aber. Jetzt darf es zugehen. Ich weiß ja nicht, aber scheint so, als wäre es der erste T-Rex, oder? Kann mich auch täuschen. Bis jetzt habe ich nur Flugtiere gesehen. Ich glaube Farmtiere und halt eben das Gebaute. Ach ja, genau, der Frosch, der darf nicht fehlen. Da, Ankylo.
Und ich glaube, Quetzel war es gewesen. Den ich Base mal laden würde. Ja, hier wird gecraftet und weitermacht. Ich glaube, in dem Raum brauche ich gar nicht mehr rein. Das ist einfach zu hell. Das ist definitiv zu hell. Aber hier geht ja auch schon einiges ab. Oh, schade, dass man hier nicht mit durch kann. Im Spectator, das wäre es gewesen. Na, 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 Imperium, immer die Base auflassen. Warum hast du denn hingepackt? Also ich sehe ihn jedenfalls nicht. Oh, wer ist hier? Suche aber auch noch. Okay. Ich darf überreiten, habe ich gesagt bekommen. Du suchst die Base von der? Okay. Nein, aber da oben geht's da auch irgendwo hin, ne? Okay, wo sind wir hier? Waren dann überall Türen? Für den Auslagraum ist es zu groß. Ich könnte mir vorstellen, dass hier mal geplant sind, dass die Flugtiere reinkommen. Schauen wir mal, ne? Wie es sich weiterentwickelt. Ob ich jetzt schon mal gut geschützt? Ich sehe jetzt hier unten keinen. Was die meisten vergessen, was wo ich jedes Mal dran denke, ist, die Tiere so einen Futterkrug zu craften. Kann das sein, dass sie gar keine... Sind grad nicht dazu. Dass sie schon irgendwo einen haben und ich nur nicht weiß, wo. Es scheint auch nirgendwo ein Angriff stattzufinden. Dann gehen wir nochmal nach Kingdom. Ach nee, der Kugel hat ja schon ein Dings gehabt. Der hat ja gerade irgendwie. Außerhalb der Base. Ja, ja, ja. Ich bin auch so eine Palme. Na, wird auch gut. Ja, auch ein Ankylo. Aber nee, also ich sehe auch keinen Armor-Stand hier drin. Biber. Oder hat aber jemand das Tor offen gelassen? Dass ihr alle keine Angst habt, dass jemand reinkommt. Wow, vor der Nase einfach zugemacht. Was? Ja, vielen Dank. Was? Ich bin bei Kingdom jetzt und der hat vor meiner Nase einfach ein Tor gesetzt. Und als ich mich beschwert habe jetzt gerade, hat es wieder geöffnet. Du hast... Wie, du stehst bei ihm? Nein, im Spectator. Achso, das hast du deswegen ist es ja so, wie? Deswegen ist es ja so komisch jetzt gewesen. Setzt vor die Kamera direkt das Tor und als ich gerade gesagt habe, na toll, ne? Da hat er mir die Tür geöffnet, aber ohne das halt zu wissen, ne? Ja, Gedanken lesen, sagst du. Das kann gut möglich sein, er hat ja auch so eine schicke Weihnachtsmütze auf. Wow, ich würde mich jetzt schon hier verlaufen irgendwie. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass das ich bin. Wo würdest du dich verlaufen? Bei Kingdom. Das ist aber, weil wenn ich durch die Wände gehe... Wo muss ich hin, welcher Spieler? Boah. Weil ich hab grad alle durch, da bin ich jetzt woanders noch rausgekommen. Jack Slater. Lapid. Okay, Pride müsste draußen stehen. Alter, was ist mit dem Bronto passiert? Welchem Bronto? Der draußen steht. Hallo. Hallöchen. Hallo. Normal nicht, weil es noch 4 Stunden geht. Wann sind eigentlich die Events angesetzt? Und wie wollte es, glaube ich, am Sonntag das erste machen? Okay. Braucht ihr mich da überhaupt? Eigentlich schon, ja. Würde mal fragen, weil ich habe da eine Nullinfos gekriegt. Aber nämlich mal was für Events läuft und deswegen.
Imperator wird verfolgt von drei Katzen. Und jetzt von Ezio gerettet. Ne, gar nicht hochgehalten. Schätze mal, sie suchen jetzt einen höchstleveligen Bären, werden wir getroffen. Das ist nochmal richtig aufgehört. Oh, und Wolf ist hier auch. Kleiner Luftfight zwischen... Oh, es geht so schnell. Boah, wer ist denn hier alles?